Auf Helgoland ist das so, dass man da ohne Auto oder Fahrrad ganz schnell überall hinkommt. Einfach zu Fuß und voll entschleunigt, so wie das gerade voll angesagt ist. Und deswegen haben die Helgoländer auch gesagt, dass man dann auch keine Fahrräder braucht auf der Insel. Einfach mal alles mit ein bisschen Ruhe und langsamer und dann kommt man auch erholter nach Hause. Und ich finde ja persönlich, Fahrradtouren, die maximal 12 Minuten dauern, die kann man sich sowieso sparen. Und darum kann man auch keine Fahrräder mit auf die Insel nehmen, wenn man mit dem Halunderjet nach Helgoland fährt. Wer aber nur von Hamburg nach Cuxhaven oder umgekehrt von Cuxhaven nach Hamburg fährt, der darf sein Fahrrad natürlich gerne mit zu uns an Bord nehmen. Das ist gar kein Problem, ehrlich.